Es geht einfach darum, unbekannte Objekte kennenzulernen und auszuprobieren, wie diese Objekte funktionieren, aber eben auch dabei zu lernen über die Eigenschaften der Objekte. Irgendetwas, was bei Menschen scheinbar relativ spielerisch geht. Und damit sozusagen die Handlungskompetenz des Roboters zu verbessern und ihm auch zu helfen, komplexere Motorplanungsprozesse ausführen zu können. Bei dem Großprojekt Famula geht es darum, manuelle Intelligenz zu verstehen, und zwar in ihrem Zusammenspiel mit Sprache und mit Lernen. Es geht technisch darum, Hände zu koordinieren, Roboterhände mit Tastsensoren, um etwa so Dinge leisten zu können, wie wir sie im Alltag machen. Wir greifen Objekte, wir inspizieren sie. Familiarisierung ist ein wichtiges Thema, zu verstehen, wie wir Objekte kennenlernen. Wenn ich neugierig bin, mache ich jetzt hier, erkenne ich, dass ich hier was aufmachen kann. Dann finden wir in der Box ein anderes Objekt. Ich erkenne, das ist was Rundliches. Wenn ich ein Kind bin und das zum allerersten Mal sehe, dann lerne ich durch Sprache, das ist ein Apfel. Und es gibt dann auch komplexere Objekte, die für Roboter heutzutage noch sehr anstrengend sind, wie etwa solche formvariablen Tücher, für uns etwas ganz Gewöhnliches. Aber so etwas mit einem Roboter zu manipulieren, das ist eben erfordert, dass man eben nicht nur starre Körper repräsentiert, sondern auch Beweglichkeit, und das kann ja ganz verschiedene Formen annehmen. Und wir denken überhaupt nicht darüber nach, wenn wir mit solchen Objekten hantieren. Ich schaue jetzt das Objekt auch gar nicht an. Der Tastsinn meiner Hände sagt mir genau, wie ich das in den Händen habe, wie ich das falten kann, und all das können Roboter heute noch nicht. Wir haben beispielsweise eine Studie, bei der Versuchspersonen die Augen verbunden werden, um zunächst also auch den visuellen Input einzuschränken, und sie arbeiten dann mit künstlichen Objekten. In diesen Objekten wurde Gewicht, Form und Größe systematisch variiert, um herauszubekommen, wie wir uns diesen Eigenschaften nähern, diese Eigenschaften abspeichern und dann später wieder nutzen in manuellen Handlungen. Es geht eben auch darum, was die Funktionalität solcher Objekte ist, also herauszubekommen, was auch die funktionellen Eigenschaften sind. Und auch dazu wird der Aufgabenkontext manipuliert. Also es werden die Objekte einerseits gegriffen, es sollen aber auch unterschiedliche Dinge mit diesen Objekten getan werden. Es geht dabei insgesamt darum, eine Datenbank anzulegen, die eben auch mitgenutzt werden kann in der Robot-Mensch-Interaktion. Weil ja schließlich der Mensch dem Roboter helfen soll, die Eigenschaften dieser Objekte zu verstehen. Bisher muss man Robotern entweder sehr, sehr detaillierte Modelle über die Objekte geben oder aber der Roboter kann nur sehr grob mit Objekten umgehen, und in Famula ist dort das Ziel, dem Roboter auch in einem Explorations- und Lernvorgang mit den Objekten sehr feingranulares Wissen zur Handhabung von Objekten beizubringen, auch mit Einbeziehung von Rückmeldungen des Menschen, der dem Roboter dabei helfen kann. Put this apple into the basket. I will do it. Es hat sich sehr viel getan in den Fingerspitzen. Die haben jetzt miniaturisierte Tastsensoren. Die haben wir über Jahre hinweg entwickelt. Sie haben inzwischen eine Handfläche, die auch taktil empfindlich ist. Und zu allerletzt jetzt ist es uns gelungen, taktile, empfindliche Fingernägel zu realisieren, die dann so feine Bewegungen wie etwa mit einem Fingernagel etwas abkratzen ermöglichen. All das sind Dinge, die zusammenspielen und die zusammen erst die hochgradige Geschicklichkeit der menschlichen Hand ermöglichen. Und das wollen wir natürlich mit den Händen nachmachen können. Deswegen brauchen wir sowas. Ganz viel hat sich auch getan in der Software. Das ist gewissermaßen die Gehirnintelligenz des Systems. Und da sind sehr viele Weiterentwicklungen, die überhaupt das jetzt erst ermöglichen, eingetreten. Das ist jetzt erstmal ein ausgesprochenes Grundlagenprojekt, denn fünffingerige, menschenähnliche Hände sind sehr aufwendig, und in der Industrie ist man natürlich unter der Notwendigkeit, mit sehr sparsam dimensionierten Geräten die Interaktion zu machen, also zwei Zangengreifer. Es muss auch alles extrem schnell gehen, das heißt, es wird alles stromlinienförmig getrimmt, und das ist jetzt nicht im Fokus das Projekt, sondern hier ist der Fokus das Verstehen von menschlicher Interaktion.